Die Welt ist Klang, Nada Brahma, so hieß mal eine Sendung von Joachim Ernst Behrendt. Es ist mittlerweile in die geistige Welt gegangen, aber sein Werk war, glaube ich, epochal, wie er die Klänge aus der Welt uns zugänglich gemacht hat und schmackhaft gemacht hat, sozusagen. Schmackhaft ist gut für die Ohren. Aber ich freue mich umso mehr, heute den Hannes Heine hier zu haben aus Kleinböhla bei Dresden, von der Klanghütte. Und er hat einen Haufen Instrumente mitgebracht, die er alle praktisch selbst gebaut hat. Musik als Grundnahrungsmittel. Seien Sie gespannt und herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und jetzt geht's los. Hannes, bei der Anmoderation habe ich Kleinböhla gesagt, aber es ist Weinböhla bei Dresden. Ist auch nicht so wichtig. Das ist schon wichtig. Ja? Wein ist auch näher am Wasser dran als Klein, weil du bist von Hause aus bist du Hydrolog, ja. Also Wasserforscher. Ist das klasse? Und bist dann zur Musik gekommen. Wie? Wie kommt man? Okay, ich kenne die Wasserklangbilder von Alexander Lauterwasser. Also diese Zusammenhänge zwischen Wasser und Musik oder Resonanz und Frequenz, die war mir bewusst. Aber als Hydrologe dann zum Musikmenschen oder sagen wir mal, Instrumentebauer, musikalischer Ökologe zu werden, kannst du diesen Weg mal kurz beschreiben? Ja, also erstmal bin ich ganz froh, dass ich hier bin, in meiner Geburtsstadt. Ja. Und jetzt Klanghütte in Weinböhla, diesen Weg, der ist ja nicht sofort passiert, sondern das ist ein langes Leben. Ich habe immer schon Interesse für die Natur gehabt. Mhm. Das heißt, Natur, Landschaften haben mich interessiert und ich wollte gerne eine Arbeit machen, wo ich weit über die Natur schauen kann. Das heißt, zum Beispiel Geodät wollte ich werden. Ich bin immer auf diese Holztürme geklettert und habe oben gestanden und gesagt, so ein Beruf, das ist toll. Mhm. Über die Wälder schauen, in den Felsen sein. Und das gab es damals nicht. In der DDR war das möglich, aber Hydrologie zu studieren, also das ist eine Wissenschaft. Mhm. Habe ich 5 Jahre in der TU studiert, Dresden, und habe dann auch 7 Jahre zum Trinkwasserschutz gearbeitet. Mhm. Und hat aber auch trotzdem auch noch ein musikalisches kleines Standbein. Das war so, 2 Anekdoten dazu. Das eine, normale DDR-Musikschule. Ich bin von meinen Eltern fürs Cello eingeladen worden oder besser gesagt ein bisschen genötigt worden. Und am Anfang hieß es, ich bin ganz begabt. Also ein Kind, was gerne spielt. Mhm. Nach dem zweiten Jahr hieß es, ich soll doch mehr üben. Nach dem dritten Jahr hieß es, ich werde langsam schlecht. Ich soll mir mal ein Beispiel an den anderen nehmen. Also die Technik richtig erfüllen. Ja, ja. Und nach 6 Jahren habe ich das Handtuch geschmissen. Ich bin einfach mit dem Lehrer nicht klargekommen. Ich wollte einfach Musik machen. Ich wollte spielen. Ja. Die zweite Anekdote, auch in Leipzig zu Hause, Grassi-Museum, Musikinstrumentensammlung. Damals, also 1966, wo ich Junge war, gehe ich dort rein und immer steht dran, berühren verboten. Und ich habe mich schon damals richtig aufgeregt und gesagt, das ist doch Unsinn. Also die Instrumente wollen angefasst werden, die wollen berührt werden. In der Galerie, wo die Bilder hängen, kann ich sie mit den Augen berühren. Aber die Instrumente, die wollen gespürt werden. Ja. Und all diese Schätze, die da sind, die liegen da so rum und ich darf sie nicht berühren. Und das war sowas von langweilig. Es stand bloß da, in welchem Jahrhundert es gebaut wurde und so weiter. Und du wusstest ja auch gar nicht, wie sie klangen. Genau, und das war sozusagen der Ausgangspunkt. Dann bin ich also auf meine Studienreise gegangen mit der Hydrologie, Trinkwasserschutz, eingetaucht in die DDR-Misslichkeiten des schlechten Wasserqualität. Ne? So, da habe ich mich also engagiert, auch politisch, und das öffentlich gemacht, was eigentlich nicht öffentlich sein durfte. Die Schaumkronen und auf der Saale. Genau, eben genau die Vorträge gehalten über die Schaumkronen an der Mulde oder in der Parthe hier in Leipzig. Ne? Ja. Und dann gab es einen Wendepunkt mit einem Festival. Und zwar hieß das IDRIART. Das heißt Institut zur Völkerbegegnung durch die Kunst. Das hat Miha Bogacnik begründet, ein Geiger aus Slowenien. Und der hatte die Idee, nicht nur Kunst für die Kunst zu machen, sondern
miteinander Kunst wirklich praktisch zu machen, zuzuhören, aber auch Philosophie zu machen, zu tanzen, zu malen, international und dadurch Menschen zu begegnen. Mhm. Mehrere Tage, eine Woche. Ja. Und dieses Festival habe ich 85 das erste Mal in Budapest mitgemacht. Und es hat mich so begeistert. Ich bin also damals auch das erste Mal mit Menschen aus aller Welt in Kontakt gekommen. Als DDR-Mensch war man ja immer hinter der Wand. Nicht? Ja. Und da war ein Lehrer, Andreas Delors, der hat einen Workshop gegeben über die Musik der Kulturepochen, über improvisierte Musik mit selbstgemachten Instrumenten. Mhm. Da habe ich mitgemacht und da hatte also 30 Leute in seinem Workshop von 17 bis 80 und die absoluten Laien und die Musikprofessoren, alle zusammen. Okay. Und wir haben eine Musik gemacht, die mein Leben verändert hat. Und zwar so, dass eine bewusstseinserweiternde Wirkung wir festgestellt haben. Nicht, weil das sein sollte oder so, sondern weil wir alle gesagt haben, ja, jetzt waren wir gerade unter der Decke. Der Andreas hat also ein Saiteninstrument gespielt, wo bestimmte Skalen drauf gestimmt waren. Ich habe später erfahren, welche waren. Also das waren von Slendro, von Indonesien, Gamelan Orchester, aber auf ein Saiteninstrument gestimmt. Und das hat eine exkarnierende Wirkung. Also solche Wirkungen habe ich erfahren. Und dann war ich exkarnierend. Ja, aus dir rauskommend. Aus dem Fleisch heraus. Du hebst heraus. Ab. Okay. Genau, du kannst fliegen. Nicht? Also, exkarnierend, das habe ich noch nie gehört. Naja, es gibt ja eine Inkarnation und eine Exkarnation. Aber ne? Klasse. Wenn man auf die Erde kommt, dann inkarnieren wir. Und danach, wenn man stirbt, exkarniert man wieder, ne? Bevor man dann wiederkommt. Exkarnieren. So. Ja, und ich bin dem Festival treu geblieben. Erstmal in den Ostländern hingefahren und als Begleiter. Und habe es dann 90 nach der Wende, bin ich zu Andreas hin. Habe gesagt, ich möchte gerne dein Schüler werden. Ja. Und habe dann noch mal Musik studiert in Hamburg. Erst mal ein Jahr in einem Privatseminar. Und dann habe ich das Festival mitorganisiert ab 1991 in Dresden. Und bin dann aktiver eingestiegen als Organisationsmitglied und dann später auch als Workshopleiter. Das wäre dann noch ein anderer Schritt. Das so. Und das gibt es bis heute? Nein, das ist leider dann nicht verabschiedet worden. Beziehungsweise ist dann zu Ende gegangen. Es war 200 Mal auf der ganzen Welt. Boy. Ja, also, so, das ist die Frage, wie ich da hingekommen bin. Genau, also das hat, während du das erzählt hast von Ungarn, habe ich also einen Schauer nach dem anderen bekommen. Ja. Also die, nicht, was mich immer wieder fasziniert, was sind die Wendepunkte im Leben eines Menschen? Ja, was berührt ihn wirklich in seinen Tiefen? Ja. Und das scheint 85 so etwas gewesen zu sein für dich. Das war es. Ich bin exkarnierende Wirkung. Das war allerdings, das heißt nicht die Begeisterung, sondern es war nur in dem Moment, wo wir uns unter der Decke fühlten. Nicht? Ja, ja. Das mit dem Exkarnierten. Und 92, ich würde es mystisch nennen. Ja, könnte auch man sagen, ohne es zu mystifizieren, weil es ist ganz real. Ja. Wenn man heute Esoterik und Mystik sagt, dann wendet sich die Hälfte von Leuten ab, weil man sagt, das lass mal, das ist nicht real. Da wird dir irgendwas eingeredet. Und wir wollen ja nicht das Kind mit dem Bade auskippen, sondern das real machen, ne? Erfahrbar machen. Mystisch, mystisch hat mit Esoterik erstmal nichts zu tun. Gut. Sondern mystisch, mit mystisch meinte ich die Erfahrung zum Beispiel der Einheit mit anderen Menschen. Der tiefen Verbundenheit mit Menschen, die man vielleicht bisher noch nie gesehen hatte. Mhm. Ein Moment der tiefen Verbundenheit, die du nicht erklären oder jetzt kannst, sondern einfach nur fühlen. Das meine ich mit mystisch. Ja. Und ein anderer Ankerpunkt war noch meine Bergsteigerreisen im Kaukasus. Und ich habe hier eine Steinreihe mitgebracht, wie die Naturmusik zu mir kam. Die kommt jetzt aber nicht aus dem Kaukasus. Doch, das ist die kaukasische Reihe. Und zwar, das war 85, war ich auf einer großen, langen Reise in den Bergen mit abenteuerlichen Exkursionen in den Felsen und im Eis. Und plötzlich habe ich auf einem Geröllhang unter mir die Musik gehört. Also die Steine kollerten darunter und haben eine eigenständige Musik gemacht. Und ich habe die aufgehoben und habe sie angespielt. Ist ja Hammer. Und habe dann in den Landschaften nach Steinreihen gesucht, die mir ein Bild oder eine Geschichte erzählen oder das wieder auftauchen lassen, was ich mal erlebt habe, wie von dieser Landschaft. Mein Spezifikum, wenn ich die Lithophone, das sind Lithophone, also keine Xylophone, sondern Steinklinger, nicht? Wenn ich die anschlage oder wenn ich die bearbeite, nicht zu verändern, sondern nur auszulegen. Ja. Sodass diese Skala, die Tonleiter, eben unverändert und untemperiert ist. Und damit wird es wirklich interessant. Ja. Das ist sozusagen noch das Zweite. Du hast sicher auch noch andere Fragen. Also ich nenne ja meine Arbeit heute musikalische Ökologie. Und man kann denken,
Was hat denn das miteinander zu tun? Also Ökologie ist eine Wissenschaft, Musik ist eine Kunst. Und wieso biegt er das jetzt zusammen? Na, wird doch Zeit. Ich habe aber, aber nicht das zusammenzubiegen, sondern meine Arbeit besteht darin, die ursprüngliche Einheit der Sache erfahrbar zu machen. Mhm. Weil die gehören zusammen und die sind zusammen. Mhm. Ja? Und für mich kurz auf den Punkt gebracht, also Ökologie ist die Wissenschaft oder das Wissen davon, wie alles miteinander spielt. Also wir, die Natur, der Kosmos und die Schwingung, also die spielt miteinander und darüber das Wissen. Und Musik ist die Kunst, das erfahrbar zu machen, das miteinander spielen, auch mit Natur, mit uns selber, mit den Klängen. Ja. Das braucht aber einen neuen Musikbegriff. Und also mein hauptsächliches Wirken oder die Schwierigkeit von dem, was ich mache, ist in der heutigen Zeit, wenn ich sage, wir machen Musik oder Musikimprovisation, dass die Leute sagen, naja, was für ein Instrument spielst denn du? Hast du studiert? Hast du das richtig gelernt? Und das ist ein Denken, was wir über 200 oder noch länger Musikpädagogen in Europa drin haben und was auch nicht so schnell rausgeht aus den Köpfen. Musik ist das, was du lernen musst, was du nach Noten spielen musst, wo du mindestens einen Ton halten können musst oder einen Rhythmus halten können lässt, auch in Afrika und auch im Singen. Nicht? Mhm. Wenn du das nicht kannst, lass es sein, sagen die Leute. Nicht? Ist das 200 Jahre, meinst du schon? Ja, noch älter. Musikpädagogik, sehr streng. Okay. So wie ich es erfahren habe damals, nicht? Mit dem Cello spielen. Ne? Ich muss erstmal Etüden spielen. Ganz mechanisch. Mhm. Und wenn ich das nicht 120 Minuten am Tag gemacht habe, was ich aufschreiben sollte, dann war es nicht gut. Ne? Mhm. Um Musik ging es gar nicht. Das meine ich. Die also Musik kam irgendwann mal. Wenn du gut genug warst, konntest du vielleicht Musik machen. Ja. Ja. Also das Musik als Ausdrucksmittel. Ja. Ja, das, was es ja eigentlich ist, wird durch den Musikunterricht, jedenfalls auch so, wie ich ihn erlebt habe, und Benotung sowieso, haben die meisten Leute gesagt, ich kann nicht singen. Oder ich kann das nicht. Ja, also Musik, ja. Nee, ist nicht mein Ding. Ah, hat mein Lehrer schon gesagt. Also, das heißt, ihnen wurde etwas genommen oder sie haben sich etwas nehmen lassen, was ihre Natur ist. Also jeder Musikmensch ist musikalisch auf eine gewisse Art und Weise. Ja, natürlich. Ja, nicht die temperierte. Ja, ja, nicht eben. Und auch nicht die klassische und auch nicht eine bestimmte Sparte, sondern wir können alle tönen und wir können alle spielen. Ja. Und wenn wir spielen zum Beispiel, dann frage ich, ja, wenn ich Geigen hinlege, dann sagen die Leute, das musst du erst lernen, weil die Geige ist gewöhnt, dass sie gelernt werden muss. Oder ein Klavier, nicht? Mhm. Deshalb frage ich, wenn ich musikalische Ökologie machen möchte, welche Instrumente sind denn einfach genug, um mit allen zu spielen, also Grundnahrungsmittel, ne? Ja. Und aber auch interessant genug, um nicht als Kindergartensachen abgetan zu werden. Weil das ist eine andere Hochnäsigkeit, die wir uns anmaßen, wo man sagt, okay, ja, das kannst du vielleicht noch in der ersten Klasse machen, da kannst du so ein bisschen mit Büchsen rum experimentieren, aber später sollst du schon Beethoven analysieren oder mal ordentlich ein Lied nach Noten dreistimmig singen. Nicht? Und da fängt es schon wieder an. Und ich sage aber, das ist ein lebenslanges Grundnahrungsmittel und ich habe erfahren mit allen Altersgruppen, dass es den Leuten Freude macht. Darum geht's und doch. Auch in allen Kontinenten, wo ich war, also in allen Ländern, wo ich war. Ja. So, da macht's Freude und es hat keine Voraussetzungen. Die einzige ist, dafür offen sein. Du würdest mir sicherlich auch zustimmen, dass Musik eine universale Sprache ist oder die universale Sprache schlechthin. Ja, wenn ich den Musikbegriff weiterfasse. Ja. Wenn ich den eng fasse, Musik als das, die Kunst, die man gelernt haben muss, oder die in einer bestimmten Kultur, in einer bestimmten Weise nur gespielt werden darf. Und all diese Einwände habe ich kennengelernt. Ja, klar. Dann wird sie eher nicht universell sein, sondern dann wird sie auch wieder Wände zwischen uns bauen. Ja. Wenn ja. wir aber vom Elementaren ausgehen, Musik ist Basiskommunikation. Mhm. Da könnte ich auch ein kleines Spiel wieder anbieten, wenn wir das miteinander machen, wie das so umsetzbar ist, dass es eine Basiskommunikation ist, ne? Könnte man machen. Also ich bin ja eigentlich gar nicht so ein Redetyp. Also ich spiele viel lieber und zeige das lieber. Einfach oder verwickel die Leute ins Spiel. Sozusagen. Also was ich faszinierend fand, ich würde es gerne mal nachmachen, ob es mir ad hoc gelingt, wenn ich darf. Ja. Und zwar habe ich gesehen, wie du vorhin diesen Stein in die Hand genommen hast und mit einem anderen Stein unterschiedliche Töne aus dem gleichen Stein gemacht hast. Ja. Zack, zack. Ja,
Das ist eine kleine Aufgabe, die ich gebe in der Gruppe dann. Ja, ja. Wie geht das? Und also ich bekomme auch gerade wieder einen Schauer, weil es ist tatsächlich Worte, mit denen wir kommunizieren, die reichen ja häufig gar nicht aus. Beziehungsweise sie verschleiern häufig eher etwas, also in der Kommunikation. Mhm. Und hier, das waren ja nur ein paar Sekunden, aber das miteinander kommunizieren, also aufeinander hören, was ich am Jazz unheimlich liebe, also am Free, zumindest Free Jazz, das ist das Elementare, glaube ich. Ja, ja, oder? Das ist ja nachgewiesen, 70% der Kommunikation sind nicht mit den Inhalten. Ja. Und wenn wir einmal bei den Steinen sind, das Spiel geht weiter und es kriegt auch noch eine politische Dimension. Okay. Also es kann alles Mögliche geben. Wir können ganzes Wochenende Steinspiele machen, zum Beispiel, nicht? Ja. Und das ist aber auch ökologisch. Ich frage zum Beispiel auch die Kinder, ja, warum sind die rund? Wo sind die gewesen? Notiz. Was für Steine sind das, kann der Geologe sagen. Das wird also interdisziplinär, nicht? Ja, ja. Und wenn wir aber jetzt das so machen, dass man zum Beispiel sagt, okay, jetzt müssen wir 50% von dem, was wir haben, abgeben. Weil die Welt braucht das. 50%. Jeder hat bloß noch einen Stein. Okay. So, was machen wir jetzt, wenn wir Steinmusik machen wollen? Also ich könnte jetzt sagen, ich könnte es so machen. Ja, aber Steinmusik. Oder, wenn Stein auf Stein. Stein. Und jeder kann natürlich auch sprechen. Und dann fangen wir an zu spielen und uns zu berühren. Und durch den Reduktion gewinnen wir was. Und diese Erfahrung musst du essentiell machen. Sonst sagen die Leute immer, ja, du willst Askese, du willst von oben den Druck haben. Nee, ich lasse was weg und gewinne was. Ne? Und das ist das allereinfachste Bild, was es dafür gibt. Du hast ein ganz wichtiges Stichwort eben gebracht. Wir, auch als Erwachsene, dass wir wieder spielen. Ja. Und spielend kommunizieren. Mhm. Ja, genau. Ich habe immer gedacht, ja, spielen, ja, das ist so Zeitvertreib, ne, und so weiter. Hab wirklich Jahrzehnte nicht gespielt. Mhm. Okay, die Gitarre habe ich dann wieder ausgepackt, also Gitarre gespielt. Ja. So, aber als Erwachsene miteinander spielend zu kommunizieren, ist auch besetztes Spiel, weil wir haben ja Sportspiele, wir haben Wettkampfspiele, wir haben Spiele, die Männern zustehen, also Fußballspiele. Ja. Und zockend kann man machen, ne? Also alles Mögliche. Und das sind alles, und nicht so richtig läuft das. Beim Fußball nicht, das ist richtig. Ne? Aber die anderen Kinderspiele wiederum wird eben dem Alter zugeordnet. Ein Erwachsener soll ja nicht mehr spielen. Ne? Und dabei ist es der größte Unsinn dieses Denkens. Ja, ich kann mit allen, in allen Alters, in jedem Alter kann ich spielen. Und ich muss nur die Leute zum Spielen finden, also ins Spiel verwickeln. Ja. Wir haben ein Camp gemacht, 7 Jahre Naturmusikspiel in verschiedenen europäischen Naturplätzen. Mhm. Und dieses Camp war für Erwachsene immer eine Woche. Und da ging es um Leben im Zelt. Nur Feuer und Wasser waren da, also eine Quelle und Feuer, selber kochen. Alles gehörte dazu. Ja. Und dann Freiräume erspielen für das, was da ist. Auch Instrumente bauen, wenn es am Meer ist, den Rhythmus der Wellen, mit dem Sand spielen und mit den Felsen, die vielleicht in Estland waren oder auch im Gebirge in Rumänien, wo wir waren. Und das ist eine meiner liebsten Workshops, diese Naturmusik-Spielcamps. Naturmusik-Spielen. Ja. Das heißt, ihr habt dann das, was vor Ort gegeben war, genommen und nichts mitgebracht? Auch schon was mitgebracht. Wir haben zum Beispiel Instrumente der Weltkulturen mitgebracht. Mhm. Also hier sind ja selbstgebaute, hier sind Instrumente aus der Natur und solche, wo ich sage, aus einer Welt, wo man eins ganz schreiben, groß schreiben kann. Und da sind alle diese Sachen sind für mich Lehrerinnen. Also das heißt, ich sage nicht so und so musst du das spielen, sondern ich lerne von diesem Instrument ganz viel aus dieser Kultur, von dieser Landschaft, von diesem Material, von dieser Musik. Und in diesem Instrument ist alles Erfahrungswissen geronnen. Das heißt, alle Instrumente, die hier sind, das ist eine Bambusflöte. Das ist auch nochmal eine Bambusflöte. Genau, da könntest du organologisch gucken, was das für welche sind. Das erste war eine Shakuhachi, die ist selber gebaut. Und die Panflöte, das ist auch eine mit Kindern selber gebaute Bambusflöte. Woher stammt die? Die Panflöte. Woher die ist, das ist selber gebaut. Ja. Bitte? Die ist selbst gebaut. Ja. Und die Panflöte kommt ja von dem Pan. Na, weißt du, wer Pan ist? Ja. Der Gott Pan? Ja. Ja, wird ja oder, mit der oder der Halbgott Pan. Halbgott Pan, ne? Ja.
Ja, wir hatten ja ganz, ich frage immer die Kinder viel und manche haben dann Ideen. Einer sagte Japan. Ne? Also es ist ja nicht falsch. Ja, ja. Nicht? Und wenn man panischen Schrecken kriegt, dann ist das auf den Pan bezogen. Ja. Aber viele, auch Erwachsene, kennen nicht mehr diese Geschichte vom Pan. Willst du sie kurz erzählen? Ja, der Pan ist ein Halbgott, ein Satyr im griechischen Moor. Und er möchte gern die Nymphe Syrinx verführen oder erhaschen. Mhm. Und die reist aus. Und in ihrer höchsten Not bittet sie die Gottheit um Hilfe. Und Athene, oder wer es war, weiß ich nicht, verwandelt sie in einen Halm, Zuckerrohr oder auch Bambus. Mhm. Und da steht sie nun und Pan greift statt nach der Nymphe nach dem Halm und ist dazu dann verpflichtet, immer Flöte zu spielen. Die Kurzgeschichte der Pan-Story. Mhm. Und in Papageno, Zauberflöte, ist es ja auch mit drin. Ah, okay. Das. Ja, 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 ja. Das ist die Pan-Flöte. Die Pan. Pan heißt ja auch alles, ne? Das ist eine andere Bedeutung. Pan, ja. Ja, Pan-Amerika. Das ist ja wieder, wir haben in der deutschen Sprache viele. Pantheon. Genau. Ne? Also das, wo alle Götter versammelt sind. Das wäre Pan. Mal zu forschen, wäre ich mal machen, ob das was miteinander zu tun hat. Es gibt ja auch Worte, die ganz weit weg sind voneinander in ihrer Bedeutung. Sie, ne? Müssen die gleiche, eigentlich die gleiche Wurzel haben. Also, wenn man. Mit Wurzel vielleicht, ob Bedeutung, naja. Aber nee, das ist gut, mal zu forschen, genau. Ja. Ja. Du machst auch Seminare, wo eben mehrere Kulturen zusammenkommen. Ja, das war insbesondere, wo im 2015 viele Asylsuchende kamen. Ja. Aber ich habe schon vorher damit angefangen, und das war ja wirklich durchs Itriat initiiert. Also auch dem Miha war wichtig, dass Leute aus aller Welt, und der hat wirklich in allen Kontinenten gespielt, also Antarktis, und seine Festivals gemacht, und dass die Menschen miteinander zusammenkommen und von diesem Klischee wegkommen, sodass sie sich wirklich erleben können, als Mensch von zwischen, also du und ich, und aber das, den Reichtum der eigenen Kultur nicht vergessen und nicht verleugnen auch. Ne? Also beides muss da sein, nicht? Und deshalb war mir das immer schon ein Anliegen, also die verschiedenen Leute aus aller Welt einzuladen. Wir machen zum Beispiel ein Gartenmusikfest in Weinböhler bei uns einmal im Jahr. Und da sind immer ganz viele Leute aus aller Welt, die singen und spielen erstmal ein Stück von ihrer eigenen Kultur, bevor wir alle gemeinsam spielen. Ich meine, die Stimme ist ja das Urinstrument schlechthin, ne? Das mal. Ja, Stimme und Gegenstände. Also wenn man von Instrumenten spricht, das wäre jetzt die Frage, was ist ein Begriff für Instrument? Genauso wie der musikalische Begriff. Musik, den Begriff gibt es in verschiedenen Kulturen gar nicht. Diese Abstraktion. Ja, genau. Da gibt es das Singen, Klänge. Es gibt ein Ritual für die Gottheit oder es gibt ein Tönen, es gibt ein Erholungsgesang oder sowas. Ja, aber unseren Musikbegriff, der ist neu erfunden. Und da kleben wir ziemlich dran gerade. Weil wir ihn sehr eng fassen. Ja, der ist eng gefasst. Ja. Und ich versuche das zu erweitern. Ja. Und das Alte natürlich mit dazulassen. Ich will das nicht wegmachen. Also klassische Musik ist wunderbar. Aber diese Erweiterung, dieses Potenzial, was da ist, das möge doch bitte unter die Menschen kommen. Wie viele Kontinente sind hier jetzt versammelt auf unserem Tisch? Ja? Naja, ich habe jetzt fünf schon, aber die kleine Indianerflöte liegt nicht mehr da. Das ist jetzt die Frage. Also Kaukasus hast du hier, da ist die Frage, ob es Asien ist oder Europa. Okay. Wir haben die Wassertrommel. Wassertrommel? Da wäre ich. Ich habe schon gesehen, da ist ja Wasser drin. Genau. Also Kalebasse kann ich, also eine Kürbisart, also so eine Art habe ich jetzt im Urlaub gesehen, also die war aber nur so groß. Ja. Afrikanische Wassertrommel. Ne? Okay. Und das ist also wieder methodisch interessant. Also ich muss in dieser überfüllten Zeit solche Abenteuer erfinden, dass auch die Jugendlichen begeistert sein können. Ja. Weil die meisten sind bloß noch von ihren Smartphones und von der virtuellen Welt begeistert. Und habt hier sind Pflicht, Abenteuer. Ne? Habt ihr eine Pflicht bei den Camps, dass die Smartphones... ich lade dazu ein, dass man sie ausschaltet. Ja. Es sei denn, sie sollen eingesetzt werden im Unterricht. Das habe ich auch schon was dokumentieren lassen. Ah, okay. Also ich bin nicht generell dagegen. Ja. Ich selbst habe keins. Es hat aber andere Gründe, könnte man extra Sendung machen, warum das so ist. Okay. Ja, aber wenn wir einmal bei der Wassertrommel sind, könnte ich dich mal einladen. Und zwar, das ist auch wieder was mit dem Teilen. Ja. Die Wassertrommel an sich ist ja von Frauen erfunden. Ich frage auch das immer. Von Frauen? Das ist ein Fraueninstrument. Ob die Männer oder die Frauen das erfunden haben, frage ich dann. Ja. Die Kinder oder die Workshop-Teilnehmer. Und natürlich sagt die Hälfte das eine und die andere das andere. Nicht? Also immer ist was Richtiges dabei. Ne? Und man kann sie teilen und ich spiele sie immer zu zweit. Und okay. Es geht ja auch immer um interdisziplinär. Das heißt,
Wir machen mal kurz, kurz, lang. Ich mache einmal das. Ach so. Und das kurz, kurz, lang. Und jetzt du. Und jetzt wieder ich. Eine kleine Pause dazwischen. Ja, und jetzt machen wir es anders. Jetzt machen wir kurz, kurz, lang. Kurz, kurz, lang. Jeder macht immer nur einen Schlag, aber kurz, kurz, lang soll rauskommen. Ups. Der eine Ton, den anderen, kann der den ab... Ja. Sag mal. Also... Wenn ihr das aber dann berührt, ja, dann hat es, genau, dann die Wasseroberfläche, ne? Es muss Wasser zwischen. Ja. Ah, klasse. Da ist natürlich der alte Hydrologe drüber vor, ne? Ja, ja, ja. Weil ja, das Wasser wieder mit dabei ist. Und ein typisch Fraueninstrument sozusagen. Ist in Ghana und in Westafrika erfunden worden. Ja. Da habe ich eine eigene Geschichte. Ich erfinde dann auch Geschichten. Ich sage, na gut, die Frauen haben das immer mit dem Ring getragen, ihre Produkte oder ja, Bohnen oder auch mal Wasser. Mit dem auf dem Kopf, drunter. Genau. Ja, ja. Und dann haben sie Pause gemacht, haben es abgestellt und haben das so rausprobiert, dass das ja Klänge macht. Ne? So. Wenn sie... Wenn man das Schwimmen hat. Und hast du schon mal... Und unterschiedliche Höhen von Wasser macht ja, nichts. Ja, ja, natürlich. Auch das hat einen Einfluss. Alles hat, ja, ja, das hat auch einen Resonanz. Okay, weil ne, diese Klanghafen, genau, ne, also ja, gibt ja, ja jemand, der Pachelbel, den Kanon von Pachelbel, mit ja, Wassergläsern spielt. Ne? Ja. Also gegen sich selber, mit sich selber. Mit sich selbst, genau. Das ja, anhört und dann ja, kommt die zweite Stimme dazu, vierstimmig ja, mit Wasserklanghafe. Und da ist Physik dabei, das heißt, also hier drin, das frage ich dann auch, ja, was ist denn drin? Wasser, sagt man, ne? Und was ist hier drin? Die kleineren Kinder sagen, ja, nichts ist drin. Ne? Mhm. Und die größeren sagen, da ist Luft drin, ne? Ja. Weil Luft ist ja nicht nichts. Ne? Und eben, die Luft, die wird mehr zusammengedrückt beim Schlag als das Wasser. Und die Luft dehnt sich wieder aus und gibt den lauten Klang. Okay. So entsteht das. Das ist also jetzt dann die Physik mit dabei. Ne? Ja. Hast du, mal ganz spontan, die Reaktion der Menschen auf diese Instrumente, weil es gibt ja Menschen, die zum Beispiel, es gibt ja mittlerweile Klangtherapeuten, mhm, die mit Klangschalen arbeiten. Ja. Und ich kenne jemand, der mir sehr nahe steht, die durch so eine Klangschalenbehandlung eine Sehne geheilt haben. Also beziehungsweise ja, ein Kreuzband. Das ja, war danach geheilt. Also wie die Menschen auf diese unterschiedlichen Instrumente reagieren. Mhm. Also das ist auch fast irgendwie Unwohlsein. Also, kann es auch auslösen, natürlich. Das würde mich jetzt mal ganz ja, spontan interessieren, wie die Menschen auf die Klänge reagieren. Weil es geht ja ums Resonanzgesetz. Ja, ja. Was resoniert mit mir? Also jedes Instrument hat eine bestimmte Klangwirkung. Ja. Das habe ich auch in meinem Buch hier, Klänge aus der Natur. Wie heißt das? Klänge aus der Natur. Akustische Ökologie und Spiel mit elementaren Musikinstrumenten gibt es im Handel. Und da habe ich vor allem die Begriffe Klangwirkung, Spielwirkung und Symbolik rausgearbeitet. Ja. Und das geht ja darauf ein. Das heißt, jedes Instrument hat eine Klangwirkung. Die geht natürlich von bis. Ja. Und es gibt welche, die sind eher belebend. Das Belebende kann aber schnell auch ins Nervige umkippen. Mhm. Ein Beispiel, eine afrikanische Kalimba. Die ist also überhaupt nicht temperiert und die ja, rasselt sehr. Und dieses Rasseln ist auch... Das ist gewollt. Das ist praktisch oft in diesen afrikanischen Instrumenten ist so ein kleiner Rassel oder Schepper eingebaut. Und das wird dort gemocht. Okay. Ich kann mich fragen, was tut es denn mit mir, wenn ich das höre? Ja. Es bringt mich wieder aus mir raus. Es exkarniert wieder. Das sind wir wieder bei vorhin. Ne? Ja. Wenn ich klare Töne habe, wie so bei einem deutschen Kalimba-Instrument Sansula, nur wohlklingend Wellness ohne Schepper, komme ich in eine völlig andere Sphäre rein. Ne? Auch was Exkarnierendes, aber was ganz anderes. Und das sind so die Wirkungsbereiche. Und ich bin kein Musiktherapeut, wo ich therapeutisch arbeite. Das ja, dürfte ich nicht, weil ich habe das auch nicht studiert. Mhm. Aber ich weiß um das Heilwissen der Musikinstrumente. Das heißt, ja, diese Klangwirkung, zum Beispiel die Wassertrommel, die
lockt sehr viel Leute an, die Freude haben damit, also die belebt. Mhm. Und ist aber auch wie eine große Mutter. Es gibt noch größere, weicher, warmer Ton. Ja. Ne? Dann hat diese Wirkung. Ne? Und es hat auch die Form, und das ist die Symbolik, auch eine Wirkung. Das Runde. Das Runde, das Aufnehmende, Weibliche. Ne? Das ja. Wasser, was drin ist, hat die stoffliche Wirkung auch. Ne? Und andere Instrumente sind eben eher hart. Zum Beispiel Steine, ne? Die dann komme ich an die Physis ran oder mein Skelett. Ne? Mhm. Und bei Flöten eher an den Atem. Ne? Also da könnte man dann die Flöte nochmal anspielen. Ja. Das wenn dich das interessiert, würde ich dazu noch was sagen. Ja, natürlich. Die erste Frage ist natürlich, wie rum wird die Flöte überhaupt gespielt? Also ich würde jetzt sagen hier, ja, ja. Aber es ist falsch. Ja? Das ist ja mit dem falsch und richtig auch interessant. Ja, ja. Also eins ist, dass jeder das eingeladen ist zu spielen, da muss ich das falsch und richtig stark wegnehmen. Ne? Ja. Und deshalb habe ich, wo es nur geht, also kaputt machen wäre falsch, ja. Aber ansonsten sensibel erkunden und da gibt es eigentlich kein falsch und richtig bei meiner Musik. Mhm. Und damit verhindere ich, dass es gleich wieder bewertet wird. Ja. Ja? Und das ist dafür der beste Lehrer. Das heißt, Shakuhachi, die Flöte, kommt aus Japan, also Kontinent weiter hinten. Was heißt das, ist selbst gebaut, das heißt 54,5 cm. Auf Japanisch, also ein Shaku ist ein Zoll, also ein Maß. Maß, ja. Mhm. Und die 1,8 Shaku ist praktisch die Shakuhachi-Grundgröße. Mhm. Und da gibt es längere und kürzere. Und das habe ich selbst gebaut, ist auch ein Workshop, wo man ja. das machen kann. Die Löcher mit brennenden Eisen gebrannt. Okay. Und die ist kein Block drin, man kann sie also als Fernrohr benutzen. Ja. Und jetzt ist es so, im Zen-Buddhismus wurde die eigentlich von den Mönchen gespielt, um zur Erleuchtung zu gelangen. Im geschlossenen Japan war früher. Und es waren strenge Regeln dazu. Mhm. Aber Zen heißt ja, sei jetzt. Mhm. Und so ist die Flöte mir ein Lehrer, nach dem Prinzip, die Instrumente sind Lehrer, eben jetzt zu sein und nicht das Schöne spielen zu wollen. Ne? Nicht den richtigen Ton, ne? Gar nichts, sondern nur einfach. Schön weich. Und was der Zen-Meister nicht mag, ist zum Beispiel das. Ich habe also Unterricht genommen, habe auch meinen Unterricht bezahlt und wollte ja. traditionell was machen. Ich habe so angefangen, hat er gesagt, nein, so nicht. Gut, habe ich gesagt, ich baue meine eigene. Ja, dann kann ich spielen, wie ich will. Ja. Ich kann die auch andersrum nehmen, weil ich ja sage, es ist nicht unbedingt nötig, dass man es genau richtig oder falsch hat. Ja. Ne? Und so lerne ich vom Instrument immer wieder Neues. Klasse, klasse. Ja, ich glaube, dieses richtig und falsch, das ist so, uns so eingebrannt. Worden. Ja, dass wir es zu unserem eigenen gemacht haben. Das müssen wir wieder verlernen. Also ich habe ne, zu meinem ja. Mindmap entwickelt über also eine Ich-Mindmap und da habe ich den gesagt, alles, was du da aufschreibst, ist richtig, weil es dir einfällt. Ja, zu das dem stimmt. Begriff. Ja. Man muss es differenzieren. Ne? Also bei Rot über die Ampel kann man machen, aber nur, wenn kein Auto und kein Polizist da ist. Ne? Oder kein Kind daneben steht. Und dann ist es auch richtig. Ansonsten ist es ja hilfreich, dass ich nicht über die Straße gehe, wenn das Auto kommt. Ne? Ja. Also das ist dann schon richtig und falsch. Aber da, wo es nicht sein muss, dass ich diese Momente alle erkenne und all diese eingeredeten Falsch weglasse, das differenziert. Ne? Dass man einfach sagt, es ist jetzt dieser Ton, ist. Der kommt, genau. Der kommt. Und natürlich habe ich Hörgewohnheiten auch. Das heißt, dann ist es gar nicht so einfach, die Töne so zu spielen, dass sie nicht wieder temperiert in der Flöte kommen. Mhm. Ne? Das kenne ich auch. Mhm. Also es ist sehr schwierig, zum Beispiel arabische Makwams zu spielen, die also einen Dreiviertelton haben. Da komme ich bei meinem Spiel gar nicht von alleine rein. Da muss Makwams, das sind Skalen. Makwams, ja. Was sind arabische Makwams? Skalenteilungen, also die bestimmte musikalische Abfolgung. Dreivierteltöne? Dreivierteltöne oder ja, noch ganz verschiedene. Also wir nennen das Ton, also praktisch eine bestimmte... Ein Tonabstand. Abstand nennen wir Ton ja. und die anderen machen einen anderen Abstand.
Wir haben andere Tonskalen mit anderen Abständen, genau. Genau. Also das eine ist ja unsere Leiter, wenn man die hat, die normale, ich habe hier noch ein selbstgemachtes Instrument, Psalter heißt das. Ja, Psalter. Streichpsalter, ne? Ja. Das war die normale Skala, ne? Die kennen wir, ne? Ja. Und die könnte ich jetzt umstimmen und dann würde die eben dann arabisch klingen. Die habe ich aber jetzt, das würde zu weit führen jetzt. Okay. Ne? Aber ich könnte... So, Zigeuner-Arabisch, das kriegt man noch dann hin. Und ist das irgendwo hohl? Nein. Nein. Das ist auch ein Instrument, was aus dem Ganzen geschnitzt ist. Ist auch ein Workshop, den man als Erwachsener an einem Wochenende machen kann. Also selber schnitzen? Ja. Also selbst bauen, natürlich, genau. Okay, komplett. Das ist komplett nicht selbst gebaut, genau. Ja. Und damit kann man eben Gregorianik spielen oder auch Pentatonik spielen oder auch Chromatik spielen. Darf ich es mal in die Hand nehmen? Ja, natürlich. Danke. Einfach nochmal anfühlen. Du kannst auch anspielen. Und das ist sozusagen, man muss bloß zwischen den Wirbeln den Bogen halten und nicht auf die Wirbel drauf. Klar. Und richtigen Kontakt, das heißt, wie groß muss der Druck sein, um in Kontakt zu kommen? Das wäre die Lernfrage vom Instrument, ne? Beim Streicher. Sind auch Obertöne drin, ne? Genau, du hast es jetzt so gespielt, dass man mehr Obertöne hört. Genau. Also auch faszinierend, also die Vielfalt der Töne und des Erlebens, also wenn man aus dem Temperierten rausgeht. Ja. Ja, also wenn beim Klavier, das ist... Das ist vorgegeben, es vorgegeben. Ist verstimmt. Genau. Und dann mag man es so nicht hören, weil man es an das andere gewohnt ist. Aber es neigt einfach dazu, oder ich neige, wenn ich das in der Hand habe, zum Experimentieren. So ist es gedacht, genau. Und wenn man dann noch, wie das in euren Workshops offensichtlich ist, gemeinsam experimentiert. Mhm. Ja, also... ich sag mal, Free Jazz kommt dem ja relativ nah. Also dieses, für mich, also vom Wesen her, der Kommunikation durch Musik. Also dass die Menschen aufeinander hören. Ja, ja, ich kenne mich da nicht so genau aus, was dein Free Jazz Begriff ist. Okay, Jazz war ne, zum Beispiel gejammt. Ne? Also bis zum Morgen, bis es wieder Marmelade gab. Dass man sich mit verschiedenen Instrumenten zusammenfand. Und einfach, jemand hat ein kleines Thema gegeben und ein anderer ist darauf eingestiegen und dann hat er übergeben. Mhm. Ja, oder so. Ich habe auch Free Jazz erlebt, wo man eben gerade nicht aufeinander hörte, weil es ging darum, zu zeigen, wie gut man spielen kann. Und jeder hat den anderen übertönt. Das kann auch beim Free Jazz passieren. Okay. Und bei der freien Improvisation, die ja nun wirklich sehr viel Wert aufs gegenseitige Hören legt, kann es auch passieren. Dass die Leute, die viel drauf haben oder die glauben, dass sie viel drauf haben, einfach das alles explizieren müssen. Ja. Also zeigen wollen. Aber hier geht es ja um aufeinander hören. Genau, und das ist eine Schule quasi. Ja. Auch das ist sozusagen Klanghütte Schule, dass es Workshops gibt oder eben gemeinsame Treffen, wo ich aufeinander hören lerne. Mhm. Zuhören lerne auf das, was der andere sagt. Auch durchaus mit ganz unterschiedlichen Instrumenten. Und ich kann auch zum Beispiel ganz leise und ein ganz lautes Instrument zusammenspielen. Und trotzdem aufeinander hören. Bloß ich muss eben dann anders spielen miteinander. Mhm. Das heißt nicht, dass das Laute unbedingt ganz leise gespielt werden muss. Ne? Ja. Aber vielleicht weniger. Mehr Pausen machen. Ne? Mhm. Da wäre noch das Muschelhorn als Demonstration. Das wäre toll. Wenn das lege ich immer in die Mitte. Ja. Das Muschelhorn, warum liegt es in der Mitte? Weil es ist symbolisch sehr aufgeladen. Es hat also eine Schöpfungsgeschichte, nämlich die Spirale hier. Und es hat die Transformation. Es steht in Indien als heiliges Instrument auch für Transformationen, dass man innen kann ich nicht reingucken, das ist was Verborgenes, ne? Also von innen und außen. Mhm. Und die Spirale als Schöpfungssymbol. Ja. Und ich kann auch als Instrument das nicht so begreifen. Nur Symbol. Nicht nur Symbol. Und als Instrument, als Wirklichkeit. Ja. Ne? Ich kann zuhören, also empfangend sein. Hier höre ich, die meisten sagen das Meer und der Gymnasiast sagt das Blut, was rauscht. Oder noch genauer erklärt irgendwas. Ne? Das ist eine empfangende Geste und das andere ist, da expressiv was sagen. Okay. Nicht? Das wird sehr laut oder kann laut werden. Kleine Kinder müssen sich festhalten. Hallo. Okay.
Die Stimme wird verändert, wenn ich hier durchspreche. Ja. Also das ist ein Rufinstrument und ein... Darf ich es mal in die Hand nehmen? Natürlich. Das also heißt Muschelhorn dieses, oder Schellhorn. Also. Dieses müsste ja möglich sein, auch leiser zu spielen, ja, oder? Man muss es auch lernen. Ja, du kannst durchsprechen zum Beispiel. Oder durchsingen. Keiner sagt, dass man nicht durchsingen darf, ne? Nicht durchsingen. Man kann eben durchsingen, natürlich. Ja, ja. Keiner sagt, dass es nicht geht. Die Spirale, unsere ganze Schöpfung ist Spirale. Ja. Förmlich aufgebaut wird. Ja. Und ist in Mexiko heilig und auch in Indien. Ne? Ja. Bei uns ist es auch ein Musikinstrument, was die Kinder sehr interessiert. Ich sage jetzt öfters Kinder, aber natürlich meine ich auch die Erwachsenen. Die großen Kinder, wenn ihr nicht genau werdet wie die Kinder. Ja. Ja. Und ja, das gab es, glaube ich. Also in unserem Musikunterricht gab es das zumindest als Rhythmusinstrument. Ja. Ne? Und ich sage, die Erweiterung zeige ich dir gleich. Wir machen zum Beispiel einen Kreis. Ja. Natürlich sage ich, das kann man wieder ökologisch jetzt befragen. Nicht? Also das ist die Kokosnuss, wo habe ich die her? Nicht von der Palme, ich bin nicht nach Afrika geflogen, sondern ich habe aus dem Supermarkt gekauft. Ne? Wie habe ich rausgekriegt, ob sie gut ist? Ich habe geschüttelt und gehört. Ja. No? Und dann, wer ist es noch? Das Pferd. Ne? Und das Spiel, genau, was interessant ist, ist nicht jeder macht das mal für sich, sondern wir machen das und lassen das Wandern gehen. Ja. Und bei dem Wandern gehen, je nachdem wie alt man ist, wird es schwieriger. Der Rhythmus soll nicht verloren gehen und man soll nicht hören, wenn es den Spieler wechselt. Ich gebe es dir über und es muss weiter trappeln. Jetzt musst du deine Hand mit dran nehmen, dass man das nicht hört. Ah. Und dann gibst du mir es zurück, beziehungsweise wird es im Kreis rumgehen jetzt. Ne? Ich muss mich also arrangieren mit dem anderen. Ne? Und auch schon ist es rausgelöst von dem, wo es erfüllt werden muss. Ja, wo einer das einsetzt, weil jetzt gerade ein Pferd auftaucht in der Story. Nicht? Ja. Das ist jetzt mein Ansatz. Also Entnützlichung. Genau, ein Stückchen weg von diesem Nutzen Einspannen für was, wo in der Musik meistens man auch festhängt. Ne? Da ist eine Komposition und für die brauchen wir jetzt einen Regenmacher, ne? Weil der Regen vorkommt. Ne? Und dann wird das einstudiert und genau in dem Moment muss der Regenmacher kommen. Die Kreativität ist weg. Mhm. Ich kann natürlich auch die Geschichte erfinden lassen, dann ist es besser. Wenn man sagt, okay, wir erfinden eine Geschichte und weil der Regenmacher eben Regen macht, kommt er dann mit dazu. Das der ist Regenmacher okay. ist zum Beispiel bei den Aborigines. Regenmacher kommt gesehen. Aus Südamerika. Südamerika? Den müsste ich holen, ich habe nicht alles hingelegt. Das ist ein langes, wie ein Bambus. Ja, genau. Auch aus Bambus, ne, glaube ich. Aus Kaktus. Aus Kaktus. Das ist auch interessant, also Geografie, Botanik, das genau aus dem Trockengewächs das gebaut wird, was den Regen ruft. Spannend. Es ist ganz spannend. Aus dem Kaktus? Ja. Das wusste ich nicht. Ich habe das jetzt gedacht, die Regenmacher, die ich gesehen hätte, das wären... Also ich kann ihn in 10 Sekunden holen, wenn das okay ist. Den Regenmacher. Den Regenmacher, wenn er dich wirklich interessiert jetzt. Ja, der war aber wirklich. Dann machen wir mal kurze Pause. So. Okay. Der Regenmacher... Das ist der, der mich schon 20 Jahre begleitet. Der ist also schon im Flugzeug gewesen, zerbrochen und alles. Ne? Ja. Und traditionell ist er nicht bloß so gemacht, dass er Regen spielt hat, also den Regen sozusagen ruft, weil er so klingt. Ja. Sondern er wird eigentlich tanzend gespielt und rhythmisch gespielt auch. Okay. Ne? Also man kann das auch dann unterschiedlich spielen oder hinhängen. Man kann es auch weitergeben im Kreis. Ja, ja, ne? Ja. Und man sieht jetzt auch hier, das sind die Stacheln gewesen hier? Da waren die Punkte, wo die Stacheln waren. Ja, da gibt es eine Baummöglichkeit, die Stacheln innen reinzustecken. Oder auch neue Stacheln, also Zahnstocher oder sowas reinzumachen. Und dann sind verschiedene Füllstoffe, die da langsam durchrieseln. Okay, und musste man die... füllen mit irgendwas? Naja, damit die sind innen drin hohl, die sind hohl. Ja. Dann sind die Hindernisse drin. Die sich, ich meine jetzt die kleinen Löcher. Also, also wie bei einem Baum, der Ast ja reinwächst. Wenn da Löcher drin waren, muss man sie füllen oder diese Sticks reinstecken. Ne? Okay. Wenn keine drin waren, also als Bambus baue ich ihn auch mit Jugendlichen, dann muss ich Löcher reinbohren und die Sticks reinstecken, sodass sie eine Spirale machen drin. Ah.
wie so eine DNS-Spirale. Und dann kann man verschiedene Füllstoffe reinfüllen. Was ist hier zum Beispiel? Was macht diese? Kleine Samenkörnchen. Samen. Es gibt auch Reis, es gibt kleine Steine und alles Mögliche. Ne? Die klingen ja dadurch dann anders. Ne? Ja, und es gibt auch die, was ganz oft gemacht wird im Kindergarten, eine Pappröhre und die Nägel reingesteckt. Also eine lange Pappröhre und dann wird das auch als Regenmacher genommen. Hm? Ja, also es ist ein schamanisches Instrument. Wenn man sagt, ich hab da genau, wenn man sagt schamanisch, ne, dann ist es eben, dass ich mit der Natur in Kontakt treten kann. Das heißt eigentlich schamanisch, mit der Natur und der Geistigkeit, die dahinter steht. Ja, ja. Früher war ja alles belebt in der früheren alten Welt. Also alles war mit Geist oder Seele belebt. Sogar heute, der Mensch. Sogar der Mensch, ja, also bis vor 100 Jahren. Ja, und das, und dann hat man es abgeschafft mit der Medizin und Frage, der Biologie. Wäre eben, wie wir wieder mit in Kontakt kommen können. Ja. Und das ist das andere. Also wir können nicht nur miteinander mit der Musik in Kontakt kommen. Ja. Und da sehe ich die sehr aktuelle Relevanz der Sache, sondern auch mit den Naturwesen. Ja. Also indem ich spiele und töne und singe, kann ich auch mit Naturwesen oder mit Pflanzen, mit Steinen zum Beispiel sprechen oder mit Tieren. Und das haben wir schon erfahren, auch in unserem Naturmusikspiel Camp. Zum Beispiel sind große Findlinge, sehr individuelle Gestalten da im Meer. Nicht? Jeder hat sich einen gesucht und dann jeder hat eine Stunde mit diesem Stein verbracht. Mhm. Und jeder hat in anderer Weise versucht, mit dem Stein in Kontakt zu gehen. Mhm. Das war nicht vorgegeben, wie. Aber interessant nachher, was die Leute beschrieben haben danach. Sagt dir Armin Risi was? Armin Risi ist ein ehemaliger Mönch, der sich selber als Philosoph und ja, denke, mit Hölderlin hat er viel zu tun. Der sagt, es gab eine Involution, keine Evolution. Ja. Das heißt, dass all das, was hier an Steinen, an Pflanzen oder so, aus dem gleichen Geist sozusagen geschaffen, aber wir haben es in uns, das Mineralreich, wir haben das Pflanzenreich, wir haben das Tierreich in uns. Absolut. Aber wir sind nicht sozusagen daraus entstanden, sondern umgekehrt sozusagen. Also eigentlich ist es dann, wenn ich diese Instrumente, das Wort fällt mir gerade schwer, zu sagen, aber Instrumente spielen, dann komm ich ja mit Kontakt mit mir, mit meinen Elementen. Mit meinem Elementar. Ja, genau. Klasse. Also das, was mal zu mir gehört hat oder auch zu mir gehört, nicht im Sinne von Eigentum, sondern von Verbundensein, aus dem mir rausgesetzt wurde als großer Mensch, also Adam Kadmon ist da mir auch ein Begriff. Und das ist sozusagen alles nacheinander rausgefallen und sind unsere Schwestern und Brüder, die noch da sind. Ne? Es kann natürlich sein, dass sie vernachlässigt worden sind und deshalb auch erstmal nicht mehr so einfach mit uns reden können. Da muss man auch was aufwärmen. Also auch die Elementarwesen, die ja früher ganz zahlreich da waren, kann einer sagen heute, na, ich nehme die gar nicht wahr. Und es kann sein, dass es stimmt, weil die nicht mehr da sind. Ne? Die sind ausgewandert nach dem Norden zum Beispiel. Oder, und es gibt aber Landschaften, wo das noch stark erlebbar ist. Ich habe mal in im Glücksburg, da gab es einen Friedewald. Mhm. Und in diesem Friedewald gab es eine Elfenwiese. Ja. Und eine Eva-Buche dran. Mhm. Und die Elfenwiese, da habe ich öfter gesessen. Das war schon besonders. Ich habe sie nicht wahrnehmen können. Ja. Aber ich habe mir vorgestellt, ja, hier könnten sie gewesen sein damals. Und dass wir sie wieder wahrnehmen lernen und schätzen lernen als unsere Geschwister im Zwischenreich oder wie man das heißt. Ja. Ich war in Mexiko und habe verschiedene Instrumente einem hellsichtigen jungen Mann vorgespielt, zum Beispiel auch das Schwirrholz. Und er hat dann mir... Wie heißt das Schwirrholz? Schwirrholz. Australisches. Okay. Ja, ich spreche undeutlich. Ne? Nee. Wir haben auch mit Kindern einen Workshop gemacht, wo die das aufgeschrieben haben. Die haben dann Schwirrholz geschrieben. Wahrscheinlich, weil ich nicht richtig gesprochen hatte. Nicht? Nein, weil wir das nicht kennen. Schwirrholz. Schwirren. Ne? Ja, aber schwirren. Es heißt ja in Englisch Bulwar. Das ist das Bullengebrüll. Also jede Sprache hat einen völlig anderen Begriff dafür. Ja. Ne? Und das hat stark mit elementaren Wirkungen zu tun. Wenn ich mal vorspiele. Ja, bitte. Wer es noch nicht gehört hat, hat immer einen Vorteil. Die meisten sagen jetzt, Krokodil Dundee, ich habe den Film schon gesehen. Ja? Damit ist die Erfahrung, die du gerade machst, weg. Die wird abgehakt. Ne? Genau. Ich kann es weiterspielen und mal beobachten lassen, zu sagen, okay,
Dreht sich es immer in die gleiche Richtung? Ist es immer gleich laut? Ne? Offensichtlich nicht, offenhörlich nicht. Ne? Es gibt einen Moment, wo es... Offenhörlich. Wo es still ist. Und da, wo es still ist, da dreht sich es andersrum. Ne? Ja, und das macht es ja. von alleine. Okay. So wird also das magische Instrument plötzlich auch physikalisch. Und das ist aus Südamerika? Australien. Wollte ich gerade sagen, dieser ja, ja. Salamander ist, oder ähnliche. Genau, der Salamander, das ist ein Aborigines. Ritualinstrument, wo die Geister gerufen wurden oder andere ferngehalten wurden. Das mit dem untereinander wie Buschtelefon ist Unsinn. Also ich habe die Forscherin, die mit Australien hier in Leipzig arbeitet, befragt dazu. Das ist einfach ausgedacht. Tatsächlich. Und alle Menschen glauben, dass das so ist, dass man damit jetzt telefonieren kann. Ach so, die mit diesem Ding. Ja. Aber Telepathie? Ne, das ist wieder was anderes. Wollte ich gerade sagen. Aber den Kontakt zu den geistigen Wesen, vor allem den Luftwesen, das ist das Schürholz par excellence. Mhm. Ne? Und das baue ich mit Kindern genau wie das dort. Und das Verzieren gehört auch mit dazu. Ja, klasse. Natürlich, die heutige Jugend, die wird ans Motorrad erinnert oder Formel 1. Ne? Da muss man sagen, was war denn vor 20.000 Jahren? Da gab es das noch nicht. Ja. Und es gibt von diesen drei Geschwister, das ist eine schöne Geschichte. Ich will nicht das Ganze jetzt hier an mich reißen. Ja, ja. Ne? Nein, das ist ja. Das ist der Älteste von den Brüdern und Schwestern. Ne? Der Jüngste. Ja. Und du kannst raten, was es ist oder sagen, was du hörst. An was erinnert es dich? Oder kurz gesagt, ohne lange nachdenken? Ja, das war Insekten. Mhm. Ja, Insekten. Ja, Kinder sagen Biene, dann haben wir einen Begriff. Ne? Aber genau. Andere sagen auch Krimi oder Streicherklänge und alles ist richtig. Ne? Ja. Und der Mittlere, der gleicht es aus. Okay. Klasse. Und die Englischsprachigen, die haben mir gesagt, Smiling-Instrument. Ja. Weil genau das passiert. Also diese Wirkung des Klangs ist einfach Lachen. Und, ja. und fröhlich sein. Ne? Das ist das. In die Freude bringen. Das erste ist sehr streng. Das hat sehr viel Kraft und sehr viel Willen. Und ist auch erschreckend. Also wenn ich das Schwörholz plötzlich spiele und einer hat es noch nicht gehört, dann... Könnte es ihn... Das wird im schamanischen Einweihungsritual in Indonesien, Sumatra, da wird es verwendet, um den Initianten Mut zu haben. Wenn er dort rein, wo der Priester spielt, in dem Bambuszelt da, ne, da spielt er drin und er muss den Mut haben, da reinzugehen. Und dem zu widerstehen, diesem kräftigen Geist, der da drin ist. Ne? Okay. Und das ist eher pieksisch. Also manche Ergotherapeuten wollen sich es nicht bauen, weil die sagen, das ist auch so unangenehm, die Mücke da. Ne? Aber das wollen viele bauen. Weil es einfach lustig ist. Ne? Ja, sofort. Ja. Ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang einen kleinen Workshop machen. Klanghütte. Hast du eine Vision? Ja. Also Klanghütte ist jetzt 22 Jahre alt unter diesem Namen. Ja. 28 Jahre mache ich nur das. Und die Vision die nächsten 20 Jahre ist, dass es eine Art von Wanderschule wird. Mhm. Momentan bin ich allein dort. Es gibt viele Leute, die in der ganzen Welt da so die Ideen aufgenommen haben oder wo die auch weiterarbeiten. In Estland zum Beispiel bin ich 26 Jahre immer jedes Jahr in der Schule, begleite die. Mhm. Und die Vision ist, dass das in die Welt kommt, dadurch, dass Menschen mich begleiten beim Spielen und Bauen. Mhm. Also es mögen bitte junge Menschen, ältere Menschen kommen. Man kann da mitleben und man kann das am besten lernen, indem man es tut. Ja. Und zwar mittut. Ja. Und ich möchte auch weg von Bezahlung mit Geld. Das Äquivalent wäre Hilfe für mich. Mhm. Und es gibt ganz viel zu tun. Das Potenzial ist riesig. Ich habe also eine Instrumentensammlung, die ist wie ein großes Museum. Mhm. Es ist aber nicht katalogisiert. Ja. Ich habe die Instrumente alle da, die sind geordnet und jeder kann die spielen. Aber das, was die Museen halt haben, und dann ist nichts dran, keine Marke und sowas. Ne? Mhm. Müsste mal gemacht werden. Ne? Also wenn jemand zwischen Schule und Studium zum Beispiel oder der arbeitslos Zeit, ist oder einer, der sagt, dafür, das hat mich immer schon interessiert, ich möchte gerne das lernen, was du machst. Und ich würde dir gerne dafür beim Katalogisieren helfen. Ja, oder begleiten, ein Co-Teamer sein, transportieren, Webdesign machen und so weiter. Ne?
Und meine Vision ist, dass die Menschen, die kommen, das interessiert, das dann in ihrer Weise, also nicht in meiner Weise, sondern in ihrer Weise in die Welt tragen. Das ist die Vision. Und das möchte ich jetzt 20 Jahre daran arbeiten. Ne? Ja. Der Platz ist da, das Potenzial ist da. In Weinböhler. Dort, ja. Das heißt, die können auch bei euch übernachten. Ja, natürlich. Ja, schön. Ja. Und da ist auch Klanggarten mit dabei. Also das ist ein mobiler Klanggarten, ne? Große Objekte. Mhm. Also eine der Arbeiten ist es, wenn man meine Webseite anschaut, auch wir entwerfen und realisieren Klangobjekte für den öffentlichen Raum. Ganz große Klangobjekte auch. Ne? Also zum Beispiel Markneukirchen Musikinstrumentenmuseum gibt es eine Melodietreppe. Dann geht man hoch die Treppe, die ist aus Rubinenholz gemacht. Und jede Treppenstufe hat eine Glocke, die erklingt, wenn ich auf die Treppe steige. Klasse. Oder eine Kreuzwippe. Also das ist eine Wippe nicht zum Sitzen, sondern zum Draufstehen. Ja. Und wenn man die in die Balance bringt und ein bisschen kippt, dann tönt was. Super. In der Ebene das eine, in der das andere. Ne? Kann man alles auf der Webseite finden. Es gibt vielleicht 20 verschiedene Klangobjekte, die schon realisiert sind. Und neue werden erfunden für das, wo es gebraucht wird. Auf besagter Homepage klanghütte.de habe ich gefunden, dass du auch seit 2009, glaube ich, Dozent für Musik bist, hier in Leipzig, Musik und Theater. Nicht seit 2009, aber seit 14, 15. An anderen Schulen und Berufsschulen schon eher, ja, aber jetzt hier an der HMT. Was kannst du denen vermitteln? Genau das. Also das. Ja, nun, das sind einerseits Lehramtsstudenten, Grundschule und elementar Tanz- und Theaterpädagogen. Ja. Diese Studienrichtungen. Und die haben ja Spiel. Was sie nicht haben, ist Instrumentenbau. Und das gehört ja unmittelbar dazu. Ne? Ich mache also einen Blockunterricht den ganzen Tag lang, wo wir spielen und bauen. Für die Lehramtsstudenten. Das ist herzlich wenig an Kontingent. Ne? Ich bin da zwar Dozent, aber das kann man eigentlich, das ist... Also ist das so eine Art ein bisschen Schwarzbrot für dich? Das Schwarzbrot heißt, dass ich meinen Lebensunterhalt mit ein paar Sachen erledige, die mir auch Freude machen. Aber weil du sagst, mit Bezahlung, ihr macht Tausch oder so. Das ist was anderes. Wollte ich gerade sagen. Das, was meine Vision ist, das ist, dass einige wenige Menschen oder auch nur einer Mitarbeiter wird bei mir. Ah, okay. Ja? Und das sollte möglichst ohne Geld erfolgen, weil das Geld ist korrumpiert. Und was gerade läuft, also Rainer Mausfeld und so, das wissen wir ja, ne? Die ganze Geldkorrumpierung mit Macht. Das möchte ich nicht, deshalb versuche ich andere Währungen zu entwickeln. Also meine Währung ist Klang. Klang und Aufmerksamkeit. Wunderbar. Und das, was an der Hochschule ist und was mein tägliches Brot ist, muss natürlich bezahlt werden, ist klar. Das meinte ich. Also ich habe vielleicht 30 verschiedene Auftraggeber, ich bin selbstständig, ne? Und die entwickeln sich immer wieder woanders hin. Es gibt Menschen, die es privat organisieren, welche, wo ich dann unter Vertrag bin. Ne? Ja. Es gibt Einzelereignisse, es gibt rhythmische Sachen einmal im Jahr. Ne? Mhm. In ganz Deutschland, also ganz lokal bei mir an der Schule, direkt vor der Haustür, dann in Nebendorf, in Dresden, in Leipzig, in Hannover und an verschiedenen Städten in Deutschland und dann eben international. Nicht? Mhm. Es gibt also Länder, wo ich immer wieder hinfahre. Ich bin auch mit Russland, einmal in Russland, ne? Haben wir damals gelernt, Russisch in der DDR. Das und ist du ja benutzt es wenigstens. Natürlich, ja. Schön. Ich kann das nicht perfekt, aber ich kann durchs Land kommen. So. Wunderbar. Ist ja auch eine sehr klangvolle Sprache. Und sonst mache ich Englisch eben. Ne? Sehr klangvolle Sprache. Russisch ist klangvolle Sprache. Ja. Ich kann es leider noch nicht, außer Druzhba. Ja. Und Voda. Voda, die meisten kennen Wodka, aber Voda ist Wasser, ne? Das wird auch als Wodka, als Synonym gebraucht, das Wasser. Ach so. So wie Feuerwasser in Amerika. Ja, ja, Wässerchen, ne? Wodka ist genau, eine Verkleinerung. Ja, ja. Hannes, ich danke dir von Herzen, dass du den Weg in deine alte Heimat auf dich genommen hast, so viel hier uns gezeigt hast, auch wenn jetzt nicht alles zum Tragen kam, aber es waren spannende Stunde mit dir. Und ich wünsche dir von Herzen, dass dieser Mensch vielleicht durch diese Sendung zu dir findet, der dich unterstützt, der deine Liebe und deine Begeisterung für die Musik teilt und an deiner Seite auch sich entfalten in der Richtung auf seine Weise kann. Vielen, vielen Dank, Hannes Heine. Ich bedanke mich auch sehr. Und frohes Schaffen danke mit der Musik. Ja,
Jetzt spreche ich mal diesen Menschen an. Was ganz was Neues. Einfach mit der Musik sich in die Freude bringen und zu sehen, dass das, was wir uns in der Regel alles kaufen, nur Ersatzbefriedigung sind für die reine Freude. Und Musik ist für mich tatsächlich Grundnahrungsmittel. In diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und sage bis auf bald. Tschüss.